Ja, dann mal offiziell willkommen in Darmstadt. Klassische Frage, wie kam es zu der Entscheidung, dass du zukünftig für die Lilien auflaufen willst? Ja, also ich glaube, wenn man von Darmstadt redet, dann kennt man den Club auf jeden Fall, schon aufgrund der Fans. Es ist ein absoluter Traditionsverein. Und ich habe einen Bekannten, der dort spielt, Marvin Melem, und mit dem bin ich ja auch im ständigen Austausch. Und was er über den Verein berichtet, ist sehr, sehr positiv. Und die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr sympathisch, waren vertrauensvoll. Und ich glaube, dass man da auf einer Ebene ist. Und dass das der richtige Schritt für mich ist. Ja, genau, du hast schon mit Paderborn, mit Wehen hier am Bölle gespielt, wenn du dich zurückerinnerst. Zumindest Paderborn waren auch Fans da, hast du die Atmosphäre wahrgenommen. Naja, wie du es gerade gesagt hast, zwei Spiele hier verloren. Aber die Atmosphäre war gigantisch, war super. War eine super Stimmung, die man in anderen Stadien nicht so kennt. Und deswegen kann man sich gut an die Zeit, sage ich mal, zurückerinnern. Bist erst 23, aber hast trotzdem schon relativ viele Jahre in der zweiten Liga auch gespielt, weil ich glaube, du warst erst 18 beim Debüt mit Braunschweig. Jetzt hast du ein Jahr dritte Liga hinter dir in Wien. Fühlst du dich vielleicht dann auch jetzt noch mal einen Schritt weiter, noch einen Schritt reifer für die zweite Liga? Ja, also ich glaube, man lernt vom Jahr zu Jahr immer weiter dazu. Wenn ich auch die Drittliga-Jahre betrachte, ist das auf jeden Fall kein Rückschritt. Man reift dadurch, man weiß, wie das Spiel funktioniert und jetzt auch die Spiele oder sag ich mal die paar Spiele, die ich in der zweiten Liga gemacht habe, die fehlen mir. Zweite Liga ist ein Top-Niveau. Ist, glaube ich, nicht umsonst die stärkste zweite Liga auf der Welt oder mit die zweitstärkste Liga der Welt. Und deswegen ist das für mich jetzt wieder ein Schritt nach oben, den ich positiv betrachte und mich auf jeden Fall darauf freue. Jetzt auch zweistellig getroffen in Wiesbaden. Ist es was, was auf jeden Fall Selbstvertrauen geht? Also ist jetzt auch nochmal vielleicht eine andere Form von Konkurrenzkampf, den du hier stellst, dass du durchaus mit breiter Brust hier ankommst. Ja, also ich bin eh so ein Typ, der immer selbstbewusst ist, immer Selbstvertrauen hat und sich nie hängen lässt und Konkurrenzkampf lebt das Geschäft, das gehört dazu und den werde ich annehmen. Aber dennoch, jetzt habe ich 11 Tore, werde ich mit breiter Brust, sage ich mal, hier ankommen und versuchen, das natürlich auch für die Linien fortzusetzen. Jetzt bist du 1,90 groß, ja durchaus auch körperlich stabil. Kommt man schnell zu dem Schluss, dass du vielleicht so Brechertyp-Wandstürmer sein könntest, aber ich glaube, du kannst durchaus auch was mit dem Ball am Fuß anfangen. Ja, also viele sagen ja, große Stürmer, dann gleich im Kopf durch die Wand sozusagen. Aber ich bin eigentlich eher, wie du schon gesagt hast, der Wandspieler, der die Bälle klatschen lässt, der im 16er eigentlich nur aktiv ist und da die Bälle versucht Richtung Tor zu bringen und ins Tor zu bringen. Aber ich glaube, ich habe auch ein wenig Technik, dass ich den Ball auch gut verarbeiten kann. Und ja. Stärken, Schwächen, auch wenn es Spielern immer schwerfällt, das über sich selbst zu sagen, kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer sagen, was für ein Spieler Lilienfans hier nächste Ja, Saison erwarten. also meine Stärken sind auf jeden Fall halt mit dem Rücken zum Tor, die Bälle festzumachen, Kopfballduelle zu gewinnen. Ich würde sagen, erster guter Kontakt. Meine Schwächen sind, ich bin jetzt nicht der schnellste Spieler, aber auch nicht der langsamste. Aber da sehe ich so noch meine kleinen Defizite, dass ich da halt vielleicht noch mal ein bisschen an mir arbeiten kann, auch wenn man da nicht mehr so viel rausholen kann, aber dennoch kann man es probieren. Und sonst. Ja, ich glaube noch ab und zu fehlt mir die gewisse Reaktionsfähigkeit, wo ich ahnen muss, wo der Ball runterkommen muss. Aber ich denke mal, das kann man auch schnell, vor allen Dingen jetzt, wenn man im Zweitligakader ist, schnell lernen. Das hast du Marvin Melem schon angesprochen, als guten Freund von dir, der hier schon spielt. Ihr habt ja bislang nie zusammengespielt, außer, glaube ich, kurz bei der Nationalmannschaft. Kommt daher auch eure Verbundenheit, Freundschaft? Ja, also war das erste Mal, ich glaube, das war vor 5 Jahren, 5,5 Jahren, war ich mit Marvin zusammen und da kannte ich ihn noch nicht in der Nationalmannschaft in Manchester und ich glaube, den ersten Tag haben wir uns direkt verstanden und dann war das halt so, dass nie wieder der Kontakt verschwunden ist. Da habe ich damals noch bei Braunschweig gespielt, dann sind wir halt ab und zu mal gependelt, er kam mal nach Braunschweig, ich bin mal nach Darmstadt gefahren und auch wo ich in Paderborn war, also der Kontakt war niemals wirklich weg. Und da habe ich halt gemerkt, und er auch, dass es halt eine wirklich gute und enge Freundschaft ist. Und irgendwann wird er mein Patenonkel sein, das kann ich schon garantieren. Und sonst mit Blick auf die nächste Saison,
Gibt es da so schon die Ziele in deinem Kopf, was du dir persönlich vornimmst, was du gerne auch mit der Truppe erreichen würdest? Ja, also den bestmöglichen Erfolg. Ich glaube, das sagt jeder Spieler, aber ein genaues Ziel kann man, glaube ich, nie sagen. Also ich wünsche mir natürlich den bestmöglichen Erfolg mit dem Verein. Der Kader, der hat super Qualität. Für mich persönlich wünsche ich mir natürlich Spielzeit, dass ich von Woche zu Woche besser werde, dass ich natürlich damit Toren punkten kann, dass ich den Fans damit helfen kann, dem Verein damit helfen kann und der Mannschaft. Und sonst gehe ich da einfach in die Vorbereitung rein mit 110% und versuche das Bestmögliche von Tag zu Tag rauszuholen. Dann abschließende Frage. Ich glaube, hinter jedem Fußballprofi in Deutschland liegt ja gerade auch ein Jahr ohne Zuschauer, unabhängig vom Verein. Da hat man jetzt so zumindest ein bisschen die Hoffnung, dass die neue Saison vielleicht dann schon mit einer Teilzulassung wieder startet. Wie groß ist da aber auch bei dir die Lust, endlich wieder in Stadion zu kommen, Zuschauer zu sehen und dann vielleicht auch direkt bei deinem ersten Spiel am Ball? Ja, das wäre natürlich Wahnsinn. Ich glaube, jeder Fußballer, der will die Fans wieder zurückhaben. Und ich würde mich riesig freuen, wenn das hier dann direkt klappen würde. Bei so einer Fankulisse ist das, glaube ich, nochmal was anderes als beim SVW in Wiesbaden. Das ist schon eine Wumme, muss man sagen. Und ich hoffe es und würde mich natürlich extrem dolle darüber freuen.